Wir haben uns aber gefragt, wie wäre es, wenn wir in der Schweiz einen Buchstabierwettbewerb machen würden. Und jetzt haben wir uns überlegt, weißt du, und fragt doch mal unsere Mitarbeiter, wie sie eine Erdbeertorte, sprich ein Erdbeertörtchen, buchstabieren würden. Wir gehen mal da zum ersten Mitarbeiter, das ist der Bert. Bert, sag mal, wie würdest du Erdbeertörtchen buchstabieren? Also ich als urchiger St. Galler würde sagen E-O-D-B-E-O-T-Ö-O-T-L-I. Ich schaue mal schnell. Das ist richtig! Wow! D-B-E-E-R-D-U-R-L-T-I. Ja. Moment, ich schaue schon nach. Richtig! Hey, der Applaus war vorher ein bisschen höher. Ja, gut. A. B. R. A, B, E, R. Würde ich sagen, Erdbeertörtli. Also A, B, E, R und dann Törtli? D, Ö, R, T, L, I. Ich schau mal schon an. Auch das ist richtig! Ich habe mega lange überlegt, ich weiß es wohl nicht. Also muss ich mal überlegen. Ich sage Erdbeertörtli. Erd. Also E-R-D-B-E-E-R-T-Ö-R-T-L-I. Stimmt das? Ich schaue mal schon an. Das ist richtig! Gell, du musst extra mich fragen. Nein, ja, Erdbeertörtli, also E-R-B-T-Ö-R-T-L-I. Wo bist du? Vom Wallis. Das muss falsch sein. Ich schaue mal schon an. Also, du musst nicht wissen, wer im Wallis gar kein Erdbeertörtel oder sonst Erdbeerler. Was haben wir denn? Rei Amrich. Was? Aprikosen. Aprikosentörtli im Wallis, aber trotzdem, du hast richtig! Woo! Nein, ist falsch eigentlich. Nein, ist richtig.